Es gibt ja immer verschiedene Arten von Problemen. Manchmal sieht man in Sachen Probleme, die gar keine Probleme eigentlich sind, weil man denkt, das sind Probleme und man redet sich das ein oder wie auch immer. Und aber selbst dann, wenn man darüber schon genug geredet hat und auch wenn es an einem selber liegt und dass man das nur auf den Partner projiziert, dann weiß ich nicht, und man kriegt das einfach nicht im Griff. Dann sollte man auch sagen hier, ja, lieber die Beziehung dann beenden und dann, oder weiß ich nicht, oder sich Hilfe holen, keine Ahnung. Aber wenn man merkt, man müsste einen Partner auch ändern, damit man wieder glücklich ist, dass das alles so läuft, wie man es gerne so sich hat, hätte, aber der Partner dann aber keinen Bock drauf hat, dann, das sollte man auch irgendwann mal kapieren, denn auch wenn der Partner dann mal sagt, ja, ich werde daran arbeiten, wenn jetzt, also wie gesagt, ich kann nur aus eigener Erfahrung auch sprechen von Frauen, die ich so kennengelernt habe, dass die auch echt immer wieder versuchen mit dem Partner, aber es immer wieder die gleichen Probleme auftreten und es wiederholt sich alles immer nur noch. Der Partner gibt, wenn, genau, sie macht dann zum Beispiel Schluss oder so, er sagt, jetzt hat sie auch damit abgeschlossen, dann kommt wieder der Mann und gibt sich dann wieder Mühe, oder wenn sie halt mit ihm geredet hat und dann merkt er wohl, sie meint es doch ernst und keine Ahnung, da muss ich mich mal wieder anstrengen, damit sie wieder ruhig ist, so nach dem Motto, und dann wieder glücklich ist und so, und dann, weiß nicht, muss er anscheinend an sich so arbeiten, damit er das so hinbekommt, wie sie das gern hätte, so. Und dann geht das vielleicht so wieder 2-3 Wochen oder so, und dann kommen die alten Verhaltensmuster wieder zum Vorschein und dann wiederholt sich das alles. Und ich finde, dann sollte man echt sagen, hier, weißt du, das macht einfach keinen Sinn. Man muss ja, ich weiß es nicht, manche klammern sich zu sehr an was oder haben wahrscheinlich so eine Traumvorstellung irgendwie so im Kopf. Es ist ja nicht nur alles schlecht, aber wenn man halt die Sachen immer, die einem wirklich wichtig sind, immer wieder kommen, ja, also die wichtig sind, die einen stören, die man gerne ändern möchte, dass die nicht mehr passieren und vorkommen halt, ne, und dann, aber sie kommen dann halt immer wieder vor. Und klar gibt es natürlich auch schöne Momente, die man noch wahrscheinlich hat. Aber wenn halt was einem wirklich so wichtig ist, immer wieder vorkommt, dann, oder beziehungsweise was einem wichtig ist, also was an schönen Dingen wichtig ist und die aber nicht passieren und so, was man gerne hätte, aber der Partner einem nicht geben kann oder so, sondern nur gibt, wenn er mal wieder dran erinnert wird sozusagen und so. Und ich weiß nicht. Ich meine, sowas ist doch vergebene Lebensmühe. Ich hoffe, man weiß, was ich versuchen will zu sagen. Also ich verstehe. Wie gesagt, ich lerne immer immer nur noch so Frauen kennen, die auch teilweise, ne, wo ich denke, man könnte zusammen gut zusammenpassen oder so, man könnte es ja mal versuchen, und wo dann die Frau dann aber anscheinend eher nur freundschaftliches Interesse dann hat. Aber wenn ich dann immer so höre, was die denn, also man ist dann, nicht mit jeder habe ich dann freundschaftliches Interesse, weil dann irgendwann habe ich dann auch kein Interesse, nur Freundschaft zu haben und so, aber bei manchen, wo ich dann jetzt so einigermaßen, also befreundet bin und so, beziehungsweise bekannt bin, so, und man halt immer mal miteinander Kontakt hat und so, und wenn ich dann immer so höre, was die so auch wieder für Männer kennengelernt haben oder beziehungsweise wie oft sie das mit ihrem Ex immer wieder versuchen, dann frage ich mich auch, was ist das? Warum halten sie immer wieder an was fest, was sich eh immer wiederholt, wo sie immer wieder den gleichen Frust erleben. Klar, man liebt jemanden und man möchte was nicht gleich wegschmeißen, aber wenn man schon x-mal versucht hat, oder beziehungsweise bei, gut, wenn man eine lange Beziehung hat, ist es immer noch was anderes, als wenn das jemand ist, den man nun gerade mal ein Jahr oder so kennt. Aber dann weiß ich nicht, trotzdem, wenn sich Sachen einfach immer wiederholen und klar, nach einer gewissen Zeit ist ja so, dass man die schlechten Dinge dann wieder vergisst, die passiert sind, und dann immer die guten Dinge, dass man sich an die lieber festhält und erinnert und dann denkt, ach komm, dann versucht man es halt. Aber es gibt halt Menschen, die sind halt egoistisch, die merken, also die sind halt so.
Und ich habe auch oft den Fehler gemacht, dass ich, wo ich denn mehr wollte als sie und sie wollte halt nichts Festes, aber hat das nicht so klar definiert irgendwie. Und dann hofft man natürlich trotzdem irgendwie, ne, da, das vielleicht wird ja doch was Ernstes draus und so und keine Ahnung, dann verrennt man sich in was und man sollte halt immer erstmal bei sich bleiben, gucken, was für einen selber gut ist und dass man halt nicht irgendwie was erzwingen muss. Wenn man es, sobald man irgendwie was erzwingen muss, kannst du es eigentlich vergessen. Entweder ist es schön, es kann gut sein, dass es manches von Anfang an nicht unbedingt gleich super ist. Gibt es natürlich auch. Es gibt Dinge, die sind am Anfang super und enden auch im Chaos und so. Oder keine Ahnung. Und aber manchmal ist ja auch aller Anfang schwer. Und jeder hat vielleicht auch manchmal nicht gerade die positivsten Erfahrungen gemacht und ist deshalb auch bei jemand Neuen erstmal auch ein bisschen distanzierter und keine Ahnung, traut sich noch nicht ganz sich selbst zu sein, weil in der heutigen Welt ist ja sowieso manchmal schwierig, dass man ganz sich also selber sein darf, weil heutzutage wird ja immer so oberflächlich bewertet und so und ist ja kaum noch jemand eher bereit, mal tiefgründiger zu sein oder die Dinge nicht oberflächlich zu bewerten, wenn jemand sich so und so verhält, vielleicht auch mal darüber nachzudenken, warum derjenige sich so und so verhält, wenn einem das schon komisch vorkommt und so. Manche Dinge haben einfach einen Grund und haben halt eine Geschichte dahinter steckend und da sollte man auch mal ansetzen und bevor man Leute bewertet oder einfach gleich so in so eine Schublade steckt. Ich halte sowieso nichts wirklich davon, Menschen in irgendeinen Schubladen zu stecken, weil da muss man schon einen Mensch lange, lange kennen und muss man eigentlich auch viel über ihn wissen, um ihn wirklich in eine Schublade zu stecken. Und wenn man nur hin und wieder mit jemandem nur zu tun hat, dann sollte man ihn nicht unbedingt gleich, oder wenn man noch nicht so viel mit ihm zu tun gehabt hat, dann sollte man ihn nicht so sofort in eine Schublade stecken. Und es ist halt auch manchmal auch schwierig, wenn man schon jemanden, einen Menschen in eine Schublade gesteckt hat, ist für diesen Menschen auch schwierig, aus deiner also Schublade, wo du ihn reingesteckt hast, auch wieder rauszukommen, weil er hatte natürlich das Gefühl, er müsste dir denn gerade beweisen, dass er da nicht reingehört, obwohl du ihn ja einfach viel zu früh vielleicht in diese Schublade gesteckt hast und er eigentlich gar keine Chance mehr hat, da wieder rauszukommen. Weißt du, wie ich meine? Und du wunderst dich, der verhält sich aber gar nicht so, wie ich, in welche Schublade, weißt du, jede Schublade hat ja so seine Eigenschaften, also sage ich jetzt einfach mal so, du hast ihn jetzt in Schublade A und gesteckt und diese Schublade A beinhaltet die Charaktereigenschaften, er ist zurückhaltend, schüchtern und nicht so gesprächig halt und unsicher, ja? Und das ist halt so, weil du ihn noch nicht so lange kennst, so, ne? Und dann, ja, und dann irgendwann ist er aber, siehst du ihn irgendwie, diese Person, siehst du dann irgendwann mal mit jemand anders rumhängen und dann ist er plötzlich ganz anders und keine Ahnung. Und dann wunderst du dich, das ist ja aber ein merkwürdiges Verhalten von ihm, das und so, weißt du? Und dabei ist das für ihn, aber das ist das normale Verhalten und du kennst ihn halt nicht so, weil du ihm vielleicht nicht so die Chance gegeben hast, so bei dir sein zu dürfen, so, weißt du? Weil er hat vielleicht nur nicht so das Vertrauen zu dir gehabt und vielleicht liegt es auch an dir, warum er nicht bereit war, dir gleich sein wahres Ich zu zeigen, weil du vielleicht dich auch so und so verhalten hast. Keine Ahnung. Naja, jetzt komme ich von das Hundertste ins Tausendste, wie du merkst. Und dabei hatte ich am Anfang nur von Frauen erzählt, die... Jetzt sind wir wenigstens schon mal hier wieder, wie du siehst. Wo ich die Schafe pink gemacht habe, wo wir hier eine warme Unterkunft uns gemacht hatten für eine Nacht. Dann ist das andere auch nicht mehr so weit weg. Ja, jedenfalls finde ich, trennen manchmal Frauen einfach... Ich werde auch nicht sagen, nur Frauen. Es gibt auch natürlich Männer. Ich habe ja denselben Fehler auch gemacht, dass ich einmal mal hinterhergerannt bin, wo es eigentlich schon offensichtlich war, dass die vielleicht auch noch nicht die Reife hatte, aber ja, jedenfalls, dass sie mehr oder weniger doch mit einem gespielt hat und das sollte, man sollte das nicht machen. Das, man sollte sich selber wert... sehr, also so hoch wertschätzen, wie so, oder hast du das richtig gesagt? Also man sollte schon sich nicht unter einen Scheffel stellen, sage ich jetzt mal, sondern man sollte dann sagen, hier, okay,
diese Person tut mir einfach nicht gut und ich kann es anscheinend wirklich nicht ändern. Ich habe es schon ein paar Mal versucht und ich habe versucht, insgesamt vielleicht die Situation zu verbessern, aber das ist, wenn nur von kurzer Dauer, dann sollte man wirklich ehrlich sein und sagen, hier, auch wenn es denn blöd ist, dass man vielleicht wieder alleine ist und so, oder dass man sich einfach davon distanziert und bei sich selbst bleibt, so. Ja. Aber ich hoffe, du verstehst, was ich meine, und ja, niemand ist es wert, dass man jemanden hinterher rennt. Man sollte wirklich so viel Würde haben, dass man sagt, okay, dann halt nicht, dann kommt jemand anders, der vielleicht so wie du bist, das mehr zu schätzen weiß, wie du bist. Also, ja. Naja, so ist das. Ich weiß ja nicht. Auf der einen Seite, wenn man, sag ich mal, ein Freund ist, so, also wirklich rein freundschaftlich ist und man hat jetzt eine Freundin, die wirklich immer wieder nicht von diesem Typen loskommt, immer wieder dem eine Chance gibt und so, und dann es ist halt irgendwie als Freund auch ein bisschen traurig, immer das mitzuerleben, dass dieser Mensch eigentlich nur vielleicht benutzt wird oder eigentlich gar nicht glücklich wird mit dem ausgewählten Partner. Ja, weil der einfach sich nicht ändern wird. Weil nur wenn für kurze Zeit, aber er immer wieder in seine alten Verhaltensmuster zurückkehrt und sie dann damit unglücklich ist. Da muss man. Aber ich habe jetzt auch schon gesagt, so, sei es schon echt ein paar Mal und so, und sie merkt das auch selber, dass das von ihrer Seite vielleicht auch wirklich schon ein bisschen viel ist, dass man, weil alle ihre Freunde sagen mittlerweile schon, dass das, ja, die glauben da einfach nicht mehr dran, dass sie mit dem glücklich wird. Ne? Und es wiederholt sich halt alles und man weiß dann auch gar nicht mehr, was man sagen soll. Jeder muss es natürlich selber wissen, trotzdem ist man noch miteinander natürlich befreundet, darunter sollte jedenfalls nicht die Freundschaft bleiben. Aber man muss dann auch schon mal sagen, hier, weißt du, jetzt bist du ganz auf dich irgendwo schon gestellt, weil was soll man denn da noch machen? Klar will man auf deiner Seite schon ein Freund sein, der ein offenes Ohr immer hat für jemanden, aber wenn jemand immer wieder, sag ich mal, wie so ein Kind auf eine heiße Herdplatte fährst, wie oft würdest du denn noch sagen, dass diese heiße Herdplatte dir die Finger verbrennt? Wie oft will man das sagen? Das ist halt, er wird mich interessieren. Ich habe immer eure Erfahrungen darüber, was ihr dazu zu sagen habt, dass manchmal. Also man glaubt, also wenn man so an das Gesetz der Resonanz glaubt, ne, also so, Resonanz, dann ist es ja so, dass man schon Menschen auch anzieht, wo man selber, also wie man selber so ist. Also soll einen das irgendwie auch irgendwas lehren, dass man von außen sieht, ja, das vielleicht. Dass man auch irgendwie in dieser Situation auch nicht sich so vielleicht immer richtig verhalten hat. Dass man daraus lernt, dass sowas halt schlecht ist oder so. Und dann, dass man ja, das aus einer anderen Perspektive einfach mal sieht und daraus agiert. Ja. Naja, so viel dazu. Hier habe ich meinen Grabstein wieder gefunden. Also man sagt auch der Gesetz der Anziehung. Man zieht das an, was man selber auch ist, mehr oder weniger. Also auch wenn du glaubst, dass, also auch wenn du nicht offensichtlich, also es könnte auch was sein, was nicht offensichtlich ist. Das aber trotzdem in dir ist, was du aber die ganze Zeit vielleicht irgendwie verdrängst oder nicht wahrhaben willst, oder beziehungsweise, also es gibt ja auch Eigenschaften, die unterdrückt man einfach, und ohne darüber wirklich mal sich auseinanderzusetzen, was das ist. Ja? Man sollte das nicht unbedingt ausleben, aber man sollte es wenigstens durchleben. Weißt du, wie ich meine? Also darüber nachdenken und weil einfach nur unterdrücken führt meistens dazu, dass man die Dinge dann doch unbewusst irgendwie macht oder sich durch die Körpersprache oder so, ja, ne? Dass das doch irgendwie dann durchkommt, und deswegen sollte man diese Dinge an diesen Dingen auch irgendwie arbeiten, und deswegen wirst du auch solche Menschen dann auch anziehen, diese Eigenschaft dann ja offensichtlich offensichtlich haben und zeigen und
So, weißt du? Naja, man kann davon... Muss jeder mal für sich selber wissen, ob er daran glaubt oder nicht. Aber ich denke schon irgendwie, dass alles, was man sowieso im Leben erfährt und so, dass es dazu dient, sich selber irgendwie weiterzuentwickeln. Daraus zu lernen. Ja, und für sich irgendwie das Beste daraus zu machen irgendwie. Ohne, dass es das dazu führt. Also es sollte bestimmt nicht dazu führen, dass du Erkenntnisse gewinnst, wie du noch mehr andere Menschen vielleicht ausnutzen kannst oder sowas, ja. Das sollte natürlich nicht das Ziel sein. Sondern eher, wie du dich verbessern kannst, damit du vielleicht anderen sogar, andere sogar helfen kannst, dass sie sich verbessern, weiterentwickeln und so, weißt du? Das, ja, das sollte generell die Menschheit irgendwie mal hinkommen. Aber ist immer leicht gesagt, klar, man neigt immer mal dazu, dann egoistisch mal zu sein und so. Und es ist ja auch, also es wird ja immer viel auch gesagt, man sei selbstlos. Aber ich finde, man sollte erst selbstlos sein, wenn du wirklich erstmal dich mit dir selber auseinandergesetzt hast. Wenn du selber mit dir im Reinen bist, selber auch... soweit auch in deinem Leben, sage ich mal, zufrieden bist mit allem, alles so weit alles im grünen Bereich ist, sage ich jetzt mal, dann finde ich, kannst du selbstlos sein, indem du dann, was du gelernt hast, wie man besser im Leben klarkommt und so, jetzt ohne andere auszunutzen, das anderen dann erst vermittelst, dass du dann wirklich Dinge machst, die dann wirklich, wo du jetzt persönlich keinen Nutzen hast, außer dass du vielleicht glücklich bist, wenn du anderen hilfst, ja, das ist, dann kannst du selbstlos handeln. Aber nicht selbstlos handeln, wenn du selber erstmal noch eine Menge Probleme hast, die wo du deine Energie für brauchst, weißt du, und dein Geld und sowas alles, um das halt zu bewältigen, dein Leben, ja. Also man sollte nicht, wenn man sein eigenes Leben noch nicht so im Griff hat, auf noch mehr Dinge verzichten, die du eigentlich selber noch gar nicht hast oder nicht genügend hast, um selber mit deinem Leben zurechtzukommen. Weißt du, wie ich meine? Und hier stelle ich nochmal, weil es so schön war. Bei den ganzen Spinnen. Super, ne? Sind wir wieder am Weltenanfang. Naja. Ja, das ist halt so ein Thema oder so Themen, ja, die mich so mehr oder weniger halt natürlich interessieren, die mir, wo ich auch ja immer mal wieder drauf auch gestoßen werde durch Menschen, die ich kennenlerne und so. Und ich meine, ich bin sowieso eigentlich, würde ich sagen, ein Mensch, der gerne philosophiert mal, aber jetzt nicht über alles Mögliche. Warum ist das Papier jetzt weiß und nicht blau oder so? Keine Ahnung. Nee, das musst du natürlich jetzt da. Das ist natürlich eine sehr, sehr schwere Frage und das ist eine Frage, die ganze Menschheit eigentlich angeht. Nein, ja, aber so ist es halt, ne? Ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll. Wie du gemerkt hast, ja, ist halt bei mir so, wenn ich dann so ein Thema, wo ich meine, ich habe jetzt schon so viel gesagt über ein Thema und ich, ja, weiß nicht, wie, ob ich da noch was zu sagen soll mehr oder nicht, oder, also jedenfalls fällt mir jetzt nichts weiter ein. Und so alleine, so ohne dass da ein Gegenpart ist, ist sowieso schwierig, immer bei einem Thema lange drüber zu reden. Und vor allem weiß ich gar nicht, ob dich sowas interessiert da draußen. Ja, kann ich natürlich so nicht sagen. Aber ich denke, ich rede einfach mal, ist immer besser, als vielleicht stumm zu sein. Aber manchmal ist auch, Schweigen, sagt man ja, ist ja auch manchmal Gold, ne? Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Aber das ist ja auch nur so, weil gewisse Dinge, die man dann sagt, auch wenn sie ehrlich gemeint sind, nicht immer gut ankommen. Oder das andere daraus, wie gesagt, das gegen dich verwenden. Ne? Also andere verwenden das dann gegen dich oder nutzen es aus. Halt. Leider gibt es solche Menschen immer wieder und deswegen ist manchmal wirklich Schweigen Gold. Obwohl, wenn alle Menschen reden würden über alles, also wenn es okay wäre, wenn jeder, also solange es nicht wirklich bösartige Sachen sind, ne? Dann. Aber manche können halt. Es ist halt natürlich auch schwer, die Wahrheit zu hören. Und es ist auch manchmal traurig zu wissen,
wie andere natürlich auch über dich denken. Aber dann fragst du dich natürlich auch, das wird dann dazu führen, warum denken die über mich so? Ja? Ist es so, weil sie wegen was neidisch sind, weil sie selber nicht so sind, weil sie dich in, wie gesagt, in eine Schublade gesteckt haben, wo du eigentlich gar nicht reingehörst, dann ist das natürlich deren Problem. Ist ja auch eigentlich, also wenn jemand dich nicht abkann oder mag, ist es eigentlich deren Problem und nicht, sollte es nicht dein Problem sein. Und das ist aber schwierig, weil man möchte ja schon irgendwie, ja, jeder möchte doch irgendwo beliebt sein, ne? Lügen wir uns ja nicht, dann lügen wir uns ja sonst in die Tasche, wenn wir sagen würden, das wäre nicht so, aber